Hallo und herzlich willkommen auf dem PW Review Kanal. Nachdem wir euch schon den Mannschafter der Wehrmacht in den verschiedenen Zeitepochen vorgestellt haben, widmen wir uns jetzt, wie oft gefordert, dem Offizier. Hier haben wir den Offizier, wie er im Frühkrieg war, hier zum Beispiel beim Überfall auf Polen, wie dort die Ausrüstung war, in der Feldausführung, und zwar in Wolle. Es gab auch Gabardine-Uniformen oder ähnliches. Grundsätzlich ist gesagt, dass man da nicht wirklich sagen kann, exakt so war das, da Offiziere selbst Einkleider waren und da auch eine gewisse künstlerische Freiheit hatten, was ihre Uniform angeht. Das ist jetzt aber so die Standard 36er Bluse und Hose. Zur Bluse. Erkennbar, dass es eine Frühkriegsbluse ist, und was sich bei den Offizieren auch durch den ganzen Krieg weggehalten hat, war der dunkle Kragen. Hier auch ganz charakteristisch mit den Offizierskragenspiegeln. Wenn man sie jetzt mit den Mannschaftskragenspiegeln vergleicht, sind sie um einiges größer und nicht gefaltet oder ähnliches, sondern die sind wirklich mit Silbergespinst erstellt und hier ist immer die Waffenfarbe zu sehen. Es gab auch Kragenspiegel, wo die Patte oder die Unterlage in Waffenfarbe war. Das war allerdings für den Ausgehanzug und nicht fürs Feld gedacht. An den Schulterklappen erkennt man den Dienstgrad, das ist der Leutnant der Infanterie, Waffenfarbe weiß. Da gab es auch Variationen, da gab es das Aufgeschlaufte, diese wurden auch häufig eingenäht in den Schultern. Da gibt es sehr, sehr viele Variationen. Generell das Material ist Wolltuch, so wie bei den Mannschaftern auch. Nur das Futter der Bluse ist natürlich um einiges hochwertiger, aus Seide oder ähnlichem war das gefertigt und eben entsprechend dem Wunsch des Trägers beim Schneider gemacht. Hier der Brustadler des Offiziers unterscheidet sich auch ganz deutlich von den Mannschaftsbrustadlern, eben auch in diesem Silbergespinst und das durch den ganzen Krieg weg. Es war natürlich auch Offizieren vor allem später im Krieg geraten oder vorbehalten, sich aus den Mannschaftskleidungskammern zu bedienen. Allerdings wurde das natürlich nicht so häufig gemacht. Zur Hose ist zu sagen, dass das eine Stiefelhose in Steingrau ist, wie sie eben in den frühen Kriegsjahren Standard war. Die Mannschafter hatten ebenfalls eine steingraue Hose, allerdings natürlich nicht mit diesen Stiefel- oder Reithosen. Ausbuchtungen. An den Füßen trägt der Offizier Lederstiefel fast durchgängig durch den ganzen Krieg hinweg. Und da gibt es auch unendlich viele Variationen, weil die Schuhe meistens eben vom Schuster maßgeschneidert waren für den Offizier. Die Bewaffnung der Offiziere war häufig eine Maschinenpistole, in dem Fall die MP38. Wie der Name schon sagt, 1938 eingeführt und unterscheidet sich von der späteren MP40 in dem Fakt, dass der obere Teil hier mit Riefen versehen ist. Dieses Stück war ursprünglich aus Aluminium bei der MP38. Des Weiteren ist hier dieses Loch anstatt der Riffelung wie bei der MP40 und das Magazin wäre auch eigentlich glatt. Es gibt noch eine weitere Änderung und zwar der Ladehebel ist eben hakenförmig und aus dem Grund wurde es geändert, da man während des Krieges gemerkt hat, wenn man diese Waffe so transportiert und die ist ja zuschießend, das heißt, wenn man dann unglücklicherweise irgendwo hängen bleibt mit diesem Haken, könnte sich ein Schuss lösen. Dazu die passenden Magazintaschen und sehr häufig eben auch eine Pistole, in dem Fall ist das eine P08 Luger, welche man mit diesem Zugband aus dem Holster holen kann und über Kreuz greifen. Hier oben ist das Fach für das Zerlegewerkzeug der Luger und hier befindet sich ein Platz fürs zweite Magazin. Auf der anderen Seite trägt der Offizier seinen Stahlhelm, welche er natürlich ebenfalls dabei hat und ausgegeben bekommt, den er im Kampfeinsatz auch trägt. In dem Fall ist das ein apfelgrüner Modell 35 Stahlhelm mit noch Doppelabzeichen, wie er eben
bis 1940 üblich war und hier auch mit der Frühkriegsberiebung, sage ich mal so, durch den Brotbeutelriemen. Das wurde auch vor allem in den frühen Kriegsjahren gemacht, um Tarnmaterial anzubringen. Das Ganze hält auf dem Seitengewehr, welches weniger aus praktischen und mehr aus Prestigegründen getragen wurde. Nicht immer, aber häufig. Das ist bei der Offiziersuniform generell zu sagen, dass natürlich der Offizier, was seine Ausrüstung angeht, um einiges größere Freiheiten hat als der Mannschafter. Der kriegt einfach gesagt, was er anzuziehen hat, was er an der Ausrüstung zu haben hat, und das zieht er dann an. Der Offizier kann dann schon eigenständiger entscheiden. Auf der rechten Seite befindet sich noch die Kartentasche oder Meldetasche, je nachdem. In dieser befinden sich zum Beispiel Karten, Pläne, Lineale, Stifte und eben alles, was man zur taktischen Führung braucht. Das Koppelzeug, wie man sieht, ist in einem braunen Leder gehalten, da vor allem im Frühkrieg Leder noch ungeschwärzt getragen wurde, von den Offizieren länger als von den Mannschaftern, und eben erst im späteren Verlauf des Krieges wurde dann schwarzes Leder ausgegeben oder das Leder geschwärzt. Zum Koppelriemen sei noch zu sagen, dass es sich hierbei um einen Zweidorn-Koppelriemen handelt, also nicht wie man bei den Mannschaften das kennt, ein Koppelriemen und ein Koppelschloss, sondern eben ein einfacher Zweidornriemen, den man verstellen kann. Auf dem Kopf trägt der Offizier das Schiffchen Modell 35 in der Offiziersausführung, erkennbar an dieser silbernen Paspellierung, und einen Mützenadler auf dem Schiffchen. An der Soutache, welche im Frühkrieg noch angebracht wurde, erkennt man auch die Waffenfarbe erneut, eben weiß für Infanterie, und darunter befindet sich die Kokarde mit den Hoheitsfarben schwarz-weiß-rot. Als andere Alternative gibt es natürlich noch die bekannte Schirmmütze, die natürlich den Offizier optisch um einiges weiter herausstellt. Diese ist zum Beispiel aus diesem angesprochenen Gabardine-Stoff. Wenn man den mal mit dem Wollstoff vergleicht, ist der um einiges feiner. Und hier haben wir auch den direkten Vergleich zu dem Wolltuch, aber natürlich nicht so robust. Die Offiziersschirmmützen unterscheiden sich von den Mannschaftsschirmmützen, weil Mannschafter hatten auch ihre Schirmmützen, die sie zum Ausgehanzug oder Ähnlichem getragen haben. Unterscheiden sich von den Mannschaftsmützen darin, dass sie eine silberne Kordel hatten, die theoretisch auch als Kinnriemen genutzt werden konnte. Also man konnte sie verstellen, runterklappen und dann theoretisch als Kinnriemen tragen. Das wurde aber seltenst gemacht. Dieser Schirm ist jetzt aus Lackleder. Da gab es auch noch andere Optionen für diesen Schirm. Zu Schirmmützen generell können wir auch gerne noch mal ein extra Video machen. Und ansonsten hier der Adler in der Metallausführung mit Hakenkreuz und die gestickte Kokarde. Die gab es ebenfalls aus Metall, später auch nur als Stoff gewebt. Genau wie diesen Adler gab es später auch als diesen Adler hier eben silber gestickt. Ja, das sind so die drei Kopfbedeckungsmöglichkeiten, die der Offizier hat. Also entweder Schirmmütze, Stahlhelm oder Schiffchen. Und das waren so die großen Unterschiede. Wie gesagt, zur Ausrüstung ist das je nach Waffengattung und je nach Offizier und Einsatz natürlich variierend. Also häufig wurde auch noch ein Feldstecher, also der in Dienstglas, getragen. Oder zusätzliche Ausrüstung, wie zum Beispiel Brotbeutel, Feldflasche, Ähnliches. Das war je nach Einsatz und je nach Offizier unterschiedlich. Daher kann man das nicht so genau sagen. Ansonsten bedanke ich mich herzlich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.